gesackt. Nee, die Abkürzung war scheiße. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Hey Leute, ich bin der Tosni und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Gran Turismo 6. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja letztens gerade so noch das erste 15-Minuten-Rennen gewonnen. Jetzt geht's hier auf das zweite. Und ja, ich möchte wieder mit dem Aventador fahren, weil der hat mich überzeugt. Der war geil in dem Rennen. Rennen 2 steht an. Und stimmt, ich habe wieder Musik nicht angemacht. Warte, machen wir gleich. Ich bin hier gerade ein bisschen am Aufnahme hinter Aufnahme klatschen. Und das fällt mir immer irgendwie ein bisschen zu spät ein. So, dann gehen wir mal kurz. Wir gehen auch noch mal kurz in die Fahroption. Weil erstmal brauchen wir das hier. Und zweitens machen wir die Traktionskontrolle mal ein bisschen höher. Nee. Traktionskontrolle kann so bleiben, aber ABS machen wir höher. Mindestens auf 5. Gut. So machen wir das. Fahrzeugeinstellungen. Nee. Da wollte ich nicht rein. Alles gut, so. Nehmen wir so den Wagen. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in das Rennen hier. Auf. Ja, weiß ich nicht. Boah, Alter, fängt ja schon gut an. Nee. Boah, pff. Rammt er uns erstmal weg. Oh, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Jetzt machen wir die alle platt mit unserem Aventador. Ich dachte eigentlich, dass ich auf dem R8 vertrauen kann. Aber, wie sich gezeigt hat, eher nicht so. Da ist dann doch so ein aggressiver Wagen wesentlich besser. So, 21 Sekunden müssen wir aufholen. Das dürften wir hoffentlich schaffen. Wenn uns nicht allzu viele Fehler mit dem Wagen hier passieren. Und wofür der Wagen ja wirklich prädestiniert ist. Für unglaublich scheiß Fehler. Und hier kommen wir nirgends vorbei. Das ist ein bisschen ätzend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal gleich weggerammt den Kollegen, das tut mir sehr leid. Aber ich muss hier nach vorne. Okay, die Kurve haben wir gut bekommen. Und wir haben gleich auf 18 Sekunden verkürzt. Das ist super. Hier fahren wir gerade durch. Und vielleicht ein bisschen schnell. Oh, ich habe da immer ein bisschen Schiss, dass es den wieder so rausdreht. So wie gerade eben auch schon wieder. Ach du Scheiße. Also wenn ihr eine Herausforderung sucht, dann geht ihr jetzt, holt euch einen Aventador. Der ist wirklich übelst krass. Alter Schwede. Das geht hier schnell gut los. Ich versuche diesmal keinen Fehler zu machen. Nee, wir sind abgehoben. Alter. Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Das ging ja mal ein bisschen steil in die Lüfte. Und mal dieses fiese Abkürzen, ey. Ah, komm. Schön sauber um die Kurven. Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und mit dem ABS gefällt mir der Wagen gleich viel besser. Da rutscht der nicht so beim Bremsen. Na gut, hier sind wir ein bisschen scheiße die Kurve genommen. Oh, und das ist fies. Wow. Okay, aber es sieht diesmal wesentlich besser aus als im letzten Rennen. Auch wenn wir erst 9. sind. Aber das Rennen ist noch lang. Und wir haben definitiv Chance, das hier noch zu gewinnen. Komm schon. Vollgas hier nach vorne.
Oh Gott, ich hatte ein bisschen zu spät gerüstet. Jetzt habe ich gar nicht auf die Zwischenzeit geachtet. Ist ein bisschen doof. Und hier sind wir ein bisschen scheiße abgekürzt. Oh Gott. Oh. Da sind sie mir schön hinten drauf gefahren. Da war ich wohl ein bisschen langsam unterwegs. Aber bin gerade ein bisschen nervös hier. Oh nein. Komm schon. Bleib auf der Strecke. Wow. Das hat ein bisschen hart gesackt. Nee. Die Abkürzung war scheiße. Oh Gott. Was ist denn jetzt hier los? Wir kommen nicht weiter nach vorne. Was ist denn hier los? Nissan ist vor uns. Ah, er hat einen Fehler gemacht. Und den nutzen wir schamlos aus. Elf Sekunden immer noch, so eine Scheiße. Wir müssen unbedingt weiter nach vorne. Boah, alter Mann. Ich schieb dich auch gleich mal weg. Wieso sagt er mir hier Gas geben, wenn das eigentlich viel zu schnell ist für diese Kurve? Verstehe ich nicht. Okay, das war jetzt zu früh geschalten. Aber egal. Wir müssen weiter nach vorne. Nee. Ein bisschen Gras mitgenommen bin. Das war nicht so gut. Aber jetzt kommen wir hier gut. Nein, ich habe ihn verloren. Boah, gerade so noch gerettet. Gerade so noch gerettet den Wagen. Ich dachte schon, wir fliegen jetzt mega ab. Alter, in so einem engen, schnellen Kurven. Das ist echt gar nichts für den. Oh nein! Scheiße. Das ist die größte Abkürzung ever. Nein! Nein! Ah, das ist doch scheiße. Nö. Das ist doch scheiße. Nee, kein Bock mehr. Scheiße hier.